Auch. Jetzt könnte ich als Zauberer die Axt benutzen. Wollen wir das mal anschauen? Bams. Die sieht leider im Inventar eindrucksvoller aus als am Charakter selber. Es gibt nicht sehr viele Modelle, die direkt am Charakter sind. Das heißt, diese beiden Äxte sehen im Inventar komplett verschieden aus. An der Figur selber allerdings nicht. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube auch mit Klamotten, die sehen auch komplett gleich aus, hier die Klamotten. Deswegen. Leider ist das nicht alles so kompliziert. Das war beim zweiten Teil, dass dann für jedes Item wirklich eine eigene Grafik gebastelt wurde. Wir werden aber auch noch schicker aussehen. Das ändert sich auch noch. Achso, Holy Bolt, stimmt ja, habe ich auch noch. Aha. Holy Bolt. Small X, ja. Aua. Loink. Flöpp. Ich weiß nicht, ob Holy Bolt als Magieschaden gilt. Als Magic-Dingsbums. Ob dann quasi die Skelette da resistenter gegen sind als andere. Weiß ich gerade nicht. Ist aber auch recht egal, weil ich glaube, der Stab, der ist zwar cool, den werde ich mir auch aufbewahren. Recht wahrscheinlich. Aber er ist nicht unbedingt die Erfüllung meiner Träume. Ach, da habe ich einen. Aha. Da habe ich einen Dings zu viel verwendet. Weil ich mich auf der Tastatur vertastet habe. So, wäre ich mit dem Vieh. Level up, oh. Machen wir Magie hoch. Dadurch erhöht sich auch der Schaden so ein bisschen vom Zauberstab selber. Und natürlich der Schaden auch von den Zaubersprüchen. 14 bis 23 ist der mittlerweile. Das ist gar nicht mal so wenig. Natürlich gibt es noch deutlich mehr. Und ich würde unheimlich gerne wieder in die Stadt und da mal gucken. Ich hatte, oder wir hatten kurz mal die Überlegung, wie ich das mache. Wenn ich immer in die Stadt gehe, das ist ja doch immer recht viel rumgelaufen da verbunden, dass ich vermutlich Portal setzen werde und dann schneide ich einen Teil einfach mal raus. Das ist dann für euch ein bisschen spannender. Und zwar in der Form, dass ich dann quasi im Bild immer zu den Shops jeweils hinskippen werde. Zumindest in dem Fall, wenn da irgendwas Aufregendes passiert. Wenn da nichts Aufregendes ist, dann halt nicht. Dann werde ich es sogar auch komplett daraus lassen. Werde ich mal schauen. Auf jeden Fall will ich nicht diese ganze Latscherei dann damit drin haben. Weil es ist nun wirklich immer das Gleiche. Sondern dass man mal eben kurz, wenn in dem Shop irgendwas Aufregendes ist, dann zeigt man das halt mal kurz. Wenn da irgendwas Interessantes ist. Aber ansonsten, wie man Tränke kauft, haben wir gesehen. Wie man seine Waffen repariert, haben wir gesehen. Von daher wird das erstmal nicht so unbedingt 20 mal zeigbar werden sein. Was? 20 mal zeigbar zu sein haben tut. Also man muss es nicht jedes Mal zeigen. So. Deutsch ist ganz schön schwer manchmal. Deswegen mache ich das auch nicht. Sondern würde sagen, ich mache mal ein Portal in die Stadt und guck mal oben, was da so los ist. Ich hoffe, ich denke an alles. Ich habe hier gerade mal eine Robe gefunden. Hier ein Klamöttchen-Umhang. Der -3 Schaden von Gegnern macht. Das ist gar nicht so verkehrt. Glaube ich zumindest. Zumindest klingt es gut. Ich muss noch mal herausfinden, wie das mit dem Rüstungswert nun genau gemeint ist. Ob das wirklich auch eine Art Schadensreduktion ist. Aber das mit den -3 Schaden von Gegnern klingt erstmal sehr ordentlich. Was habe ich denn noch genau hier an der Stelle? 3 zu allen Attributen. Ja, 35% mehr Verteidigung. Ich habe 4500 Mana, ich meine Gold hier. Soll ich mir den mal kaufen? Ich mach das mal. So, das heißt, ich kann auch dann den anderen gleich verkaufen. So. Heißt aber, dass ich auch hier genau so einen Ticken weniger Leben habe. Aber wenn das wirklich jedes Mal weniger Schaden macht, dann ist das natürlich cool. Ich werde den anderen mal mit den Attributen hier hinwerfen, falls ich den nochmal später brauche. Und mit der Hit Recovery. Den werfe ich hier mal nicht hin. Den verkaufe ich einfach mal. Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich den ganz gut finde, aber das mache ich jetzt mal hier. Das mache ich jetzt mal nicht. Also, Sell 520. Ja, komm, hier, gib her den Quatsch. Identifizieren nochmal eben. Da haben wir auch noch hier was. Identify an item. Yes. Resist Magic, High Durability. Okay.
Einfach nur um zu gucken, was das Ding hier eigentlich ist. Ist nicht so sonderlich wertvoll. Wow. Wehe, das ist billiger als 100. 320, okay. Na gut, haben wir das gemacht hier bei dem. Wir können auch mal eben kurz quatschen. Können wir bei dem auch noch quatschen hier? Wow, what can I do for you? Talk. The Butcher. Haben wir das schon gemacht? I saw what Farnham calls the Butcher. As it swathed a path through the bodies of my friends. Oh, he swung a cleaver as large as an axe, hewing limbs and cutting down brave men where they stood. I was separated from the fray by a host of small screeching demons, and somehow found the stairway leading out. I never saw that hideous beast again, but his blood-stained visage haunts me to this day. Haben wir noch schon mal gehört? Ich finde seinen Akzent hier sehr lustig. Weiß ich nicht. Quatsch mal hier. Master, I have a strange experience to relate. I know that you have a great knowledge of those monstrosities that inhabit the labyrinth. And this is something that I cannot understand for the very life of me. I was awakened during the night by a scraping sound just outside of my tavern. When I looked out from my bedroom, I saw the shapes of small, demon-like creatures in the inn yard. After a short time, they ran off, but not before stealing the sign to my inn. I don't know why the demons would steal my sign, but leave my family in peace. It is strange, no? Das ist tatsächlich seltsam. Das Lustige ist, wir werden das noch finden, das Ding, hoffentlich. Zumindest ist das der Plan. So, ich werde nochmal hier meinen Rundgang fortsetzen, wenn sonst... Weil ich werde nochmal hier anquatschen, ob er da noch irgendwas weiß. What ails you, my friend? Talk. Ach so, okay, jetzt haben wir hier die Dinger. Na gut, dann reden wir halt mal. My goodness, demons running about the village at night, pillaging our homes, is nothing sacred? I hope that Ogden and Garda are all right. I suppose that they would come to see me if they were hurt. Yep. By the light, I know of this vile demon. There were many that bore the scars of his wrath upon their bodies when the few survivors of the charge led by Lazarus crawled from the cathedral. I don't know what he used to slice open his victims, but it could not have been of this world. It left wounds festering with disease, and even I found them almost impossible to treat. Beware if you plan to battle this fiend. Ja, die sind immer so energisch. Das ist schön. Finde ich gut. Greasy feeling. Tschüss. Keine Automap, natürlich. Hello, my friend. I see that this strange behavior puzzles you as well. I would surmise that since many demons fear the light of the sun and believe that it holds great power, it may be that the rising sun depicted on the sign you speak of has led them to believe that it too holds some arcane powers. Perhaps they are not all as smart as we had feared. Ja, es stimmt natürlich. Wir sind nicht so schlau, die Kollegen. So, hier. Da quatsch ich mir nicht mit. Ich gucke nochmal eben bei Fräulein da hinten. Und dann schauen wir uns das mal an. I sense a soul in search of answers. So, mal gucken, ob sie noch irgendwas weiß hier. Butcher? Ja, haben wir, glaube ich, schon mal gemacht, oder? The Butcher is a sadistic creature that delights in the torture and pain of others. You have seen his handiwork in the Drunkard Farnham. Ich glaube, das haben wir schon gehört. No mortal can truly understand the mind of the demon. Never let their erratic actions confuse you, as that too may be their plan. Yay. Was zu verkaufen? Heilstab. Der ist nicht so wertvoll, als dass ich den verkaufen wollte. Boah, das klingt jetzt falsch. Der ist, also wertvoll für mich persönlich vielleicht, aber im Sinne von Geld monetär jetzt hier wertvoll. Selber kaufen würde ich gerne einmal hier Town Portal. Sehr wichtig. Identify. Auch sehr wichtig für mich. Dass man zwischendurch halt schon mal die Items schön benutzen kann. Firewall, Stone Curse. Snake Staff of Stone Curse ist verdammt teuer. Stone Curse heißt so viel wie, dass man verflucht halt Gegner, dass die zu Stein verwandelt werden. Um 10.000 für so einen Stab und 10 Aufladungen. Ich meine, die eine Aufladung kostet ja schon 800. Also ist mir ein bisschen zu teuer. Laden wir den nochmal wieder auf hier. Healing Stab. Boah. Ja, benutze ich sowieso eigentlich kaum, ne? Von daher machen wir es mal nicht.
So, dann zurück unter die Erde. Hurray. So, da bin ich wieder unten. Ich habe nochmal den Stab verkauft mit dem Holy Bolt, weil irgendwie habe ich mir gedacht, den benutze ich sowieso nicht. Nicht so ernsthaft und der belegt halt nur Platz im Inventar. Deswegen habe ich den Heilstab mal behalten und hoffe mal, dass das eine sinnvolle Entscheidung war. Wir werden wahrscheinlich noch schönere... Ahaha, hallo! Oh, hat die Falle da gerade die Gegner zerhauen? Das wäre natürlich schön. Wir werden noch weitere Stäbe finden und ich hoffe mal... also jetzt bei 16 Tötungen sehen wir noch nicht, wie viel Leben die haben. Weiß ich gar nicht, ob das bei 20 kommt oder 25. Was wollte ich sagen? Wir werden noch bessere Stäbe finden, nicht nur, dass sie eine bessere Aufladung haben, sondern dass sie auch mehr Nahkampfschaden machen. Weil auch das kann manchmal tatsächlich ganz wichtig sein. Der 2-4 Schaden, es gibt noch deutlich mehr Schadenspunkte. Das ist sehr blöd gewesen. Ist auch sehr blöd. Hau ich da mit dem Blitz durch den durch, oder was? Offenbar. Okay. Macht der überhaupt was? Au. Hm. Der ist ziemlich resistent hier, der Kerl. Na gut, da er mich nicht angreift. Sperr mich einfach mal drauf. Na gut. Warum nicht, ne? Warum nicht auch mal... Also wenn er stehen bleibt, was kann ich dafür? So ein Skimitar. So ein Säbelverschnitt. Ich habe keine Ahnung, wie da der deutsche Begriff ist. Ehrlich gesagt. Ich bin nicht so der Waffenprofi. Ja, die werden uns total viel bringen wahrscheinlich. Ach, guck mal. Die Klamotten brauchen wir zumindest nicht. Und das ging jetzt erstaunlich schnell runter mit den ganzen Tränken hier. Ich bin ein wenig irritiert. Ich werde mich trotzdem mal heilen hier. So. Weil das kann ich. Hier Stab habe ich ja mittlerweile Heilung hier. Mana werde ich gleich nochmal aufladen, wenn es das mehr lohnt. So. Hier ist aber sonst... Das sieht ein bisschen so aus, als ob hier was wäre, aber ist es offenbar nicht. Schauen wir mal. Ich muss mir mal angewöhnen, dass ich zwischendurch öfter mal speichere. Weil das wird nicht automatisch passieren und sobald wir sterben, haben wir halt Pech. Ein bisschen. Okay. So, die Level, na, die sind nicht so wahnsinnig groß immer. Später kann es allerdings echt noch so ein bisschen dauern, bis man da jeweils immer durchkommt. Hier sieht man auch zum Beispiel, da oben geht es noch weiter. Hier anhand der Map, diese Punkten, die gepunkteten Stellen zeigen eine dicke Wand, wo quasi, ja, na, hat nur so eine dicke Wand, wo quasi der Boden aufgefüllt ist mit Erde. Das ist da oben nicht der Fall. Das heißt, wir kommen da gleich noch irgendwie anders hin. Was ja auch in Ordnung ist. Na, haben wir ein bisschen was zu entdecken hier. Das ist doch schön. Wird es nicht langweilig. Da oben können wir dann nämlich noch hoch. Nein, nicht aufnehmen. Können wir nämlich noch lang. Aber ich habe echt bisher sehr wenige Bücher gefunden. Nicht nur in irgendwelchen Räumlichkeiten hier. Ich hoffe mal, das Ende... Da ist ein Schrein. Naja, immerhin etwas. Normalerweise ist halt schön, wenn man da die ganzen Bücherregale findet. So ein Schrein ist natürlich auch nett, klar. Aber so ein Bücherregal, da würde ich... Das fände ich schon echt nett, wenn wir das dann auch mal finden würden. Und vor allem die Bücher, die unsere Hexe da angeboten hat, waren bisher doch auch sehr überschaubar. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, wow, was für ein reichhaltiges Angebot. Total geil. Ich komme gerne wieder. Top Ebayer und so. War nicht so ganz der Fall bisher. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Da unten ist auch nichts weiter, außer dem Schrein und Gegnern. So, die zerfallen immerhin schnell. Secluded Shrine. Ich glaube, also die Namen sind ja doch sehr unterschiedlich. Oder zumindest erkennbar unterschiedlich. Ich glaube, dass die doch Unterschiede bringen. 20, 65, 25.
The way is made clear when viewed from above. Ja, nee. Wahrscheinlich vergesse ich es eh. Müsste ich beim Videoschneiden nochmal raufschauen, was sich geändert hat. Ich habe keine Ahnung, was sich geändert hat, genau. Die hat nicht mehr Rüstung bekommen. Manchmal sind da irgendwelche Effekte, von denen man nicht wirklich mitbekommt, was da genau passiert. Und plötzlich fällt einem das irgendwie auf, weil irgendwas anders ist. Irgendwas funktioniert besser oder auch gar nicht. Ach so! Ah, siehst du mal. Aha. Die Karte wurde aufgedeckt. Sehr aufgedeckt. An allen Stellen sogar. Das Problem ist, es ist zwar ganz schön und so, ich habe nur keine Ahnung mehr, wo ich jetzt eigentlich war. Ich glaube, in dem Bereich, also ich weiß, dass ich alles ab hier vorne noch nicht besucht habe. Da wurde quasi die Karte gerade mal aufgedeckt. Letztendlich auf der Karte wird immer nicht so... Ach Gottchen, hallo! Auf der Karte wird immer gar nicht so viel angezeigt. Das ist ein bisschen das Problem. Das ist jetzt so ein Butcher-Verschnitt hier, nur ohne Axt. Ist schön, dass die Karte aufgedeckt wird. Allerdings hilft das auch nur begrenzt. Weil auf der Karte nicht wirklich viel angezeigt wird. Ein Overlord ist das hier. Das sind sogar mehrere. Und zwar mehrere, die kaputt sind. Das sind hier so ein paar Räume. Das ist eine Konstellation, die glaube ich... Ich weiß nicht, ob die immer vor Level 5 kommt. Zumindest diese Räume, diese verwinkelten Räume gibt es öfter mal. Ich will nicht sagen öfter, aber irgendwie gefühlt bei jedem Durchlauf, den ich hier gemacht habe bisher, gibt es das auf dieser Ebene. Von daher, ich glaube mal, dass das eines von den Sachen ist, die hier fix sind. Die hier festgesetzt werden, dass sie so zu sein haben. Dieser Level-Generator an der Stelle weiß, hier kommen, macht das Viech dahin. Das ist wichtig. Weil ich glaube, dass wir da vorne dann auch das Schild von der Taverne finden. Wir haben es ja vorhin gesehen in der Unterhaltungsgeschichte da, dass das Schild hier von der Taverne entführt worden ist, von Dämonen. Und falls jemand von euch die Geschichte nicht so ganz versteht oder das Englisch nicht ganz so mächtig ist, dann, naja, ne, wir haben verschiedene Aufgaben. Man kann die sogar hier sich anschauen. Man kann das auch mit den entsprechenden Dialogen dann sehen. Das ist schon ganz cool gemacht, dass man hier diesen Questverlauf hat. Weil sonst hat man überhaupt keine Ahnung mehr. Wie sieht eine Axt aus? Welches ist... Ach, das ist 4 bis 12 Schaden. Okay, zu denen steht noch überhaupt nichts von wegen, ob die irgendwelche Resistenzen haben, weil wir da noch nicht genug von umgehauen haben. Wenn es gleich 10 sind, könnte es vielleicht der Fall sein. Müssen wir mal schauen. So, aufs Maul. Gerade mit solchen Massen hier sind die Blitze sehr angenehm, weil es einfach mal mehrere Geschosse sind. Feuerball ist zwar auch nett, weil man damit gezielter rumballern könnte, aber sind wir ehrlich, da müsste man ja zielen. Und das geht nicht. 10 Kills, da wird auch noch nichts angezeigt. Okay, das geht aber sehr gut. Der Feuerball, der ist halt auch stark, ne? Sind wir so ehrlich. Der hat schon eine ganze Menge Wumms. Natürlich, sobald der Resistenz im Spiel... Ach Gottchen, hallo! Spam! Oh. War da nicht ein besonderer Gegner bei? War da nicht jemand mit einer goldenen Schrift? Oder habe ich das jetzt zufällig... Hat das schon funktioniert? Ich weiß es nicht. Ich gucke mir meine Gegner nicht so genau an, bevor ich drauf haue. Weil, dann kann ich schneller draufhauen. Muss ich weniger schauen. Muss ich nicht warten, bis mein Gehirn diese Informationen mal verarbeitet hat. Und wir alle wissen, das dauert manchmal eine ganze Weile. So, Maze hier ein Zepter. Wir haben zwar keinen wirklichen Paladin hier, aber man kann auch als Normalo-Krieger hier mit Paladin Waffen kämpfen mit so einem Maze. Das ist kein Problem. Muss gleich mal schauen, wo ich hier überall war und wo nicht. Da, wo letztendlich Gegner sind, da waren wir noch nicht. Wir sind schon Level 10, ich bin erstaunt. Und man sollte immer so ein bisschen, wenn man die Truhen öffnet, darauf achten, was da jetzt genau alles rausfällt und was nicht. Nicht, dass man das übersieht dann. Noch ein Schrein.
Ornate Shrine. Aha. Ach, stimmt, ich habe ja hier Lebensraub hier. Das haben wir gerade mal schön gesehen. Das Schöne ist, dass ich offenbar auch von Skeletten Leben raube. Das heißt, jedes Mal, wenn ich zuhaue, bekomme ich dann einen kleinen Teil an Leben dazu. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Ich speichere mal. Salvation comes at the cost of wisdom. Achso. Nee. Hä? Es gibt auch Schreine, die Attribute verändern. Deswegen schaue ich dir gerne mal drauf. Ja. Was soll uns das jetzt so ganz genau sagen? Keine Ahnung. Das ist toll. Hey, ich habe letztens auf diesen Schrein drauf geklickt. Ja, und was ist passiert? Ja, keine Ahnung. Toll. So ist das Leben. Es ist, als ob man sich ein neues Auto kauft und hat keine Ahnung, wie viele Räder das Ding eigentlich hat. Ist halt die Frage, ne? Wie sehr informiert man sich? Man kann nicht immer davon ausgehen, dass das Ding über 4 Räder hat. Wobei man bei diesen Schreien auch nicht immer davon ausgehen kann, dass die irgendwelche positiven Effekte haben. Oder überhaupt irgendwelche. Also gut, die werden schon irgendwelche Effekte haben, ansonsten wären die Dinge halt nicht da. Aber manchmal sind es große, manchmal kleine Änderungen. Und muss man halt ein bisschen aufpassen.